Hallo, willkommen bei einem Erklärungsvideo von Trackmania Nation. Oben links sieht ihr das weiße, grün, blaue, rot, schwarze. Also erkläre ich mal, was das bedeutet. Das weiße ist das einfache, sozusagen für die Anfänger. Das grüne ist für Anfänger fortgeschrittene. Das blaue ist so für die, die mehr Ahnung haben. Und das rot-schwarze ist das schwierigste. Das schwarze muss man sich selber freischalten. Das erzähle ich euch nochmal gleich. Das rote haben wir ja schon 4 Stück hier. Fangen wir mal ganz einfach an mit das weiße. Also mit der die Steuerung ist mit den Pfeiltasten. Und ja, jetzt fangen wir mal an. Also hier sehen wir das ja mal, was ich meinte mit den schwarzen für die Goldmedaillen, wenn man die gewinnt. Also das ist ein Zeitrennen sozusagen. Da sieht man noch den eigenen Schatten gleich, wenn man direkt ablenkt, das sieht ihr auch gleich. Die hier, diese Goldmedaillen, Silbermedaillen, Bronzemedaillen, das sind die Zeit halt. Wenn du Bronze hast, bist du bei Anfänger fortgeschritten. Silber ist halt bis zum Roten und die Goldmedaillen sind halt, da muss auch extrem schnell sein. Wie da schon steht, 25 Sekunden, sogar wenn nicht weniger, dass du auch das Schwarze freischaltest. Aber das müssen wir auch bei Rot schaffen natürlich. Bei dem Weißen versuchen wir das jetzt einmal so. Hier sieht man die Strecke und jetzt fahren wir mal einfach los. Wie gesagt, da ist der eigene Schatten. Aber ziemlich... Oh, scheiße. Da haben wir jetzt einen Unfall. Was machen wir jetzt? Wir drücken die Steuerung-Taste. Dann werden wir zurückgespawnt. Zurückgespawnt heißt zurückgesetzt. Da ist unser Schatten, wie gesagt, wie vorhin. Jetzt versuchen wir mal die 25 Sekunden zu schaffen. Ja, das ist ziemlich schnell. Oh, nein. Schon die 26. Jetzt sind wir schon bei der 30. Das schaffen wir nicht mehr. Wir wurden eben gerade zurückgesetzt mit der Steuerungstaste. Ja, schaffen wir mit einer Minute knapp. Oh, ist okay.